Hast du dir einmal die Frage gestellt, weshalb auf der einen Seite immer mehr Know-how, immer mehr Fähigkeiten, immer mehr Wissen im Internet zur Verfügung gestellt wird und auf der anderen Seite so wenig Menschen was daraus machen? Und was mir als Coach und Berater aufgefallen ist in vielen hundert, in vielen tausend Gesprächen, dass die Menschen vergessen haben, sich einzunorden. Und das werde ich dir in diesem Video zeigen. Denn ich bin nicht nur selbst Coach und Berater, sondern auch Unternehmer und Survival-Trainer. Deshalb weiß ich, was existenziell wichtig ist, um zu überleben. Draußen in der Natur, draußen in der Wirtschaft. Schauen wir uns zunächst mal den Begriff des Einnordens an, um dann zu verstehen, was es bedeutet, sich selbst einzunorden. Angenommen, du bist in der Natur unterwegs und hast eine Karte in der Hand, dann nützt dir diese Karte erstmal nichts, solange du sie nicht eingenordet hast. Wenn du also draußen mit deiner Karte im Gelände stehst, dann hast du nicht nur eine Möglichkeit, mit der Karte zu arbeiten. Du hast 360 Möglichkeiten, also 90 Grad, einmal nach rechts, dann nochmal 180 Grad, 270 und 360 Grad. Also 360 Richtungen kannst du deine Karte erhalten. Und die Frage ist, was ist nun die richtige Richtung? Wenn du also in Zukunft eine Karte in die Hand nimmst, dann wirst du irgendwo in der Ecke ein sogenanntes Nordzeichen sehen. Das ist ein N in der Regel, zum Beispiel mit einem Pfeil Richtung Norden. Und wenn du diese Karte Richtung Norden ausrichtest, dann ist das die einzige richtige Funktionsweise der Karte, die dir ermöglicht, dein Ziel zu finden, dich zu orientieren und voranzukommen. Was bedeutet das übertragen? Genauso wie die Karte dir nur hilft, deinen Weg zu finden, erfolgreich zu werden, also Schritt für Schritt Ziele näher zu kommen oder deine laufenden Erfolge und deine Bestandsziele aufrechtzuerhalten, deine Gesundheit, Fitness etc., brauchst du in deinem Leben Norden. Erst wenn du dein persönliches Norden gefunden hast im Leben, erst dann macht es Sinn für dich, Ressourcen zu suchen, Ausbildung zu machen, Konzepte aufzustellen, deine Lebenszeit, deine Investments, dein Kapital, deine Mitmenschen, deine Beziehung auch einzusetzen, dafür voranzukommen. Dein gesamtes Leben wird erst dann Sinn machen und deine Ressourcen können erst dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn du deinen Norden im Leben gefunden hast. Und die Frage ist natürlich, was ist überhaupt dein Norden im Leben? Und ich habe es hier herangeschrieben, das ist deine Vision, wo du in der Zukunft angekommen sein möchtest und welche Ziele als Meilenstein, Etappen diesen Weg zu deiner Vision hinpflastern. Das bedeutet also der Hauptgrund, weshalb Menschen nicht in Bewegung kommen, weshalb Menschen nicht ihre Ressourcen nutzen, weshalb Menschen nicht sich weiterbilden und ihr Geld und ihre Zeit zielführend einsetzen, weil sie kein Ziel haben, weil sie ihren Norden im Leben nicht definiert haben. Das heißt also, wenn wir diese beiden Menschengruppen wieder sehen, die einen preschen von Ziel zu Ziel, von Erfolg zu Erfolg und die anderen bleiben stehen und tun sich selbst leid und definieren sich als Opfer, dann liegt es hauptsächlich daran, dass sie keine Vision, keine Zielsetzung in ihrem Leben schriftlich verfasst haben, keinen Plan dazu hin entwickelt haben, um dann die Mühe sich zu machen, die Karte einzunorden, sprich ihrem Leben eine Richtung zu geben, um dann zu verstehen, wie dieses Gelände zu nutzen ist, wie das Internet zu nutzen ist, wie YouTube zu nutzen ist, wie Geld zu nutzen ist, wie die Zeit zu nutzen ist, wie Beziehungen zu nutzen ist, wie Kommunikation zu nutzen ist. All das bekommt erst einen Sinn, wenn du deinen Norden, deine Lebensvision gefunden und definiert hast und dich verpflichtet hast, dich entschlossen hast, dein Leben dafür auch zu investieren. Und wenn du überprüfen willst, ob ich recht habe, dann lies einfach mal Biografien von Menschen, die Großes bewegt haben. Es geht hierbei nicht nur um wirtschaftlichen Erfolg, es geht um gesellschaftsverändernde Prozesse. Da sind es alles Menschen gewesen, die ihrem Leben Richtung gegeben haben, die ihren Norden gefunden haben und die sich committed haben und nicht nur eine Woche oder einen Monat oder mal ein Jährchen darauf hingestrebt sind, sondern Jahre und Jahrzehnte investiert haben. Alle großen Vorhaben haben in der Regel mehrere Jahre bis Jahrzehnte gedauert, aber die Menschen sind ihrem Ziel, ihrem Norden treu geblieben. Aber wenn du keins hast, wem willst du treu bleiben? Klar macht es auch immer wieder Sinn, seinen Norden zu überprüfen, alle paar Jahre oder paar Wochen, ein paar Monate einen Orientierungshalt einzulegen, um zu überprüfen, bin ich auf dem richtigen Weg. Aber zwischen diesen Orientierungshalt heißt es, Volldampf zu geben, mit der Karte in der Hand den Weg voranzuschreiten, die entsprechenden Hindernisse zu überwinden oder zu unterschreiten, Menschen mit auf diese Reise zu nehmen, gemeinsam zu führen, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn du dabei Unterstützung wünschst, dein persönliches Norden entweder nicht nur zu finden, sondern zu definieren oder diese Reise dorthin umzusetzen, dann können wir dich dabei unterstützen. Denn wir haben über 30 Berater und Coaches, die dir bundesweit dabei Hilfe geben, diesen Weg zu gestalten, die Karte richtig einzunorden und die entsprechende Reise zielorientiert und fokussiert auch abzubilden.
Du kannst also jetzt nicht nur Daumen hoch machen, wenn dir das Video gefallen hat, oder den Kanal zu abonnieren, um weitere Videos vorgestellt zu bekommen, sondern du kannst jetzt Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir freuen uns, dich begleiten zu dürfen, deine Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Dein Daniel Schäfer.